Heute Abend wird es ernst für die Dancing Stars. Kandidatinnen und Kandidaten, das erste Paar muss die Show verlassen. Ob sie nervös sind, ob sie tiefenentspannt sind, das hat sich meine Kollegin Verena Pavel näher angeschaut. Sie hat sie alle vorher besucht. Ja, die Gläser sind schon einmal perfekt poliert, die Strohhalme bereitgestellt, das Eis gekühlt. Fehlen eigentlich nur mehr die neuen Promi-Paare. Doch was machen sie 3 Stunden vor der Sendung? Wir haben jetzt einmal alle Backstage besucht. In diesem Proberaum hier wird es heute buchstäblich ernst. Virginia ernst. Ihr arbeitet nämlich heute nicht bei den Beinen, an den Beinmuskeln, sondern an den Gesichtsmuskeln. Könntest du ein bisschen erklären, warum? Wir tanzen einen Cha-Cha-Cha. Der sollte ja zumindest ab und zu ein bisschen sexy sein. Okay, und du hast Schwierigkeiten, sexy auszuschauen, oder wie? Ja, ich weiß nicht, wo ich mein Gesicht hingeben soll, wenn ich sexy ausschauen soll. Also bei mir funktioniert das Lachen sehr gut, weil ich einfach grundsätzlich immer sehr glücklich bin und sexy zu sein, fällt mir ein bisschen schwer. Aber wie trainiert man sowas? Boah, das ist ja die Frage, wie trainiert man sexy zu sein? Ich versuch's mit konkreten Anweisungen. Schau mal freundlich. Okay, so als wärst du auf Aufriss unterwegs. Böse. Sexy. Das ist der sexy Look. Siehst du? Der sexy Look ist nur Lachen. Das Nette, wenn man die Dancings, dass man so zwischen den Probegängen trifft, sie haben immer ein paar Geheimnisse mit eingepackt. Was ist in diesem Turnsackerl drinnen? Sollten eigentlich Tanzschuhe sein? Ja, das ist der Sackerl, den ich auch heute Abend dabei habe. Da ist zum einen mein Handy drin, ja, für die Insta-Stories Backstage. Ja, müsst ihr uns folgen. Und dann habe ich noch was ganz Besonderes drin, und zwar ein ätherisches Öl. Okay. Ja, und zwar, das heißt Passion, weil heute Abend geht es ja um einen heißen Cha-Cha-Cha. Es geht um Leidenschaft, um Feuer. Und das soll mir ein bisschen dabei helfen. Und wenn sie jetzt das nicht draufschmiert, dann tanzt sie nicht gut? Nein, absolut nicht. Deswegen hat sie Simon dabei. Bam, boom, batsch, und zack, waff, zack, waff. Raj heißt, ich liebe dich. Bam heißt, ich dich nicht. Und zack, ich will ein Kind von dir. Geheimsprache, weißt du, weil er tanzt schon so fließend und muss sich schon wieder neue Aufgaben setzen. Nein, das ist seine Art zu zählen, weil er sich die Schläge nicht so gut merkt. Aber mit Ratschbam, zack, geht's total super. Das ist quasi schottisch. Ich finde das sehr entzückend. Ihr befindet euch im Probeoutfit, ja. Und dennoch passt alles perfekt zusammen. Ja, also das ist ein Mantel, den ich schon, glaube ich, 25 Jahre im Theater, in der Oper beim Dreh hatte. Und als wir uns zum ersten Mal sahen hier, hat Florian gesagt, dieser Mantel kommt mir bekannt vor. Ich habe mich erinnert, dass meine Mutter sehr viel Geschirr hatte mit genau diesem Muster drauf. Und diese Sonne und diese Sterne sind mir so bekannt vorgekommen. Und dann hat meine Mutter eben zur ersten Show für die Suni diese Tasse mitgebracht aus dem Service. Aus ihrem Service. Und jetzt muss ich irgendwann mal kommen, dass das Service wieder mal komplett ist. Wir sind kurz vor der Sendung. Wann beginnt bei dir so die Nervosität? Nervös bin ich, sobald ich das ORF-Studio betrete, also den Königlberg. Und das geht eigentlich die ganze Sendung durch. Und bei mir ist dann immer so, je nervöser ich werde, desto stiller werde ich. Das heißt, irgendwann rede ich dann gar nichts mehr und bin vollkommen in mich versunken. Jetzt kriege ich es mit der Angst zu tun, weil er hat jetzt echt länger schon nichts gesprochen. Aber dafür kommt ja dann der Tanz, da wird er sicherlich wieder das ein oder andere Kommando geben. Spricht er während dem Tanzen? Ne? Ja, spricht er. Das ist aber ein gutes Zeichen. Jetzt ist er wirklich sehr aufgeregt. Bravo, Jenny. Ja, hier wird wirklich jede freie Sekunde bei Dancing Stars genutzt. Wenn ihr zum Beispiel nicht auf der Bühne gerade seid, schreibt ihr schon Autogramme. In dem Fall ja. Wir sind um einiges hinten und das müssen wir jetzt aufholen. Ja. Habt ihr da ein System, wie das geschrieben wird? Ja, ich habe zum Glück eine Speed Queen unter anderem, also es muss schnell sein und es muss hübsch sein für unsere lieben Fans. Wir sind bei Dancing Stars und da geht es um Ästhetik. So kann man Autogrammkarte. Schnell weiter, ja? Scheibe, ich bin eh schon vorne. Ihr habt es euch hier schon gemütlich gemacht, nicht bei Kaffee und Kuchen, sondern wie ich sehe, bei Tee und Leckerli-Box vom Naschmarkt. Das ist unser Deal, die Julia lernt mir das Tanzen und ich revanchiere mich mit der Leckerli-Box, damit sie mich nicht zu schlecht am Parkett dann ausschauen lässt.
Ich habe es mir jetzt hier in der wunderbar bequem gemacht, weil der Martin hat mir erzählt, er wird sogar schon darauf angesprochen, wie gut er mittlerweile tanzt. Also, ja. Also na, neulich im städtischen Bad in der Sauna hat mich eine Frau angesprochen und gesagt, okay, sie sind doch dann von den Dancing Stars. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann gesagt, und wie tanzt denn die Kleine? Dann sage ich, wie bitte? Ja, kann sie sich die Schritte merken? Dann sage ich, Moment mal, ich bin der Promi, sie ist der Profi. Bist du da traurig, wenn du nicht als Profi erkannt wirst? Nein, das ist doch ausgezeichnet. Das größte Lob, wenn der Martin schon als Tanzprofi wahrgenommen wird. Super. Ich bin übrigens gerade dabei, im Kostüm einmal anzuschauen, was die Kandidaten heute anziehen werden. Dieser Frack ist im Soso vorbehalten. Aber viel spannender finde ich ja noch, was die Helene mit dir heute Abend tragen wird. Ja, sehr schön, aber schwer. Ich habe es gerade gemerkt, ein schweres Kleid. Ja? Sehr schwer. Das Problem ist, ich muss sie tragen und das Kleid auch, weil wir haben eine Hebefigur drinnen. Wie viel Kilo stemmst du dann, glaubst du, ungefähr? Ich weiß nicht, vielleicht die Helene, was glaubst du? Ich kann es nicht genau sagen, aber wenn wir auf Wettkämpfe geflogen sind, haben die Turnierkleider den Koffer gefüllt und das Gewicht in die Höhe getrieben. Dann hoffen wir heute, dass nicht nur das Gewicht in die Höhe getrieben wird, sondern auch die Punkteanzahl von der Jury.